Was ich in diesem Video sagen werde, dürfte im ersten Moment komisch klingen, wenn man bedenkt, dass die aktuelle Happy Wheels Folge durchaus gute Maps hatte. Aber ich denke darüber nach, das Projekt sehr bald zu beenden, nämlich mit Part 150. Es ist noch nicht in Stein gemeißelt, allerdings wird es immer wahrscheinlicher. Lasst mich erklären, warum es so ist. Auch wenn ich in den Videos motiviert klingen sollte, hinter den Kulissen sieht das ganz anders aus. Es dauert nicht selten etliche Minuten, bis ich mal anständige Maps zusammenbekomme. Happy Wheels ist ein sehr aufwendiges Projekt. Im Durchschnitt brauche ich bestimmt 4 Stunden, bis ich eine Folge fertig habe. Und hinzu kommt noch, dass es dann eben Wochen gibt, so wie heute, wo es so dermaßen schlecht ist, gute Maps zu finden, dass ich nicht mal eine Folge machen kann. Früher war das sehr selten der Fall. Ich sag mal, alle Folgen vor Part 100, bei denen es eine Pause gab, und danach alle nach Part 100, bei denen es eine Pause gab, und ihr werdet etwas feststellen. Es gab eine Pause nach Part 17, nach Part 21 und nach Part 83. Nach Part 100 gab es Pausen nach 113, 122, 123, 125, 132, 133, 139 und jetzt auch 141. Also deutlich mehr Pausen in deutlich kürzeren Abständen. Die Qualität ist mittlerweile so miserabel, dass man regelrecht Glück haben muss, in einer Woche auch was zu finden, was man zeigen kann. Jede Woche muss ich zittern, ob ich überhaupt eine Happy Wheels Folge zustande bekomme. Und das ist nicht Sinn der Sache. Wann immer ich Phasen hatte, in denen es Wochen ohne gute Maps gab, habe ich mich dann doch wieder gefangen und gesagt, oh, bei der nächsten Folge ist es wieder besser geworden, dann kann es ja unbeschwert weitergehen. Aber ich weiß nicht, wie lange dieser Jojo-Effekt noch anhalten soll. Wie oft soll das noch so sein, dass ich sage, oh, Happy Wheels läuft jetzt wieder. Mal gucken, wie lange noch, bis dann wieder 1, 2 Wochen kommen, wo es dann Pause gibt. Das nervt mich. Ich will irgendwo eine Konstanz drin haben. Also ja, wenn ich in den nächsten Folgen nicht feststelle, dass ich wirklich Spaß verspüre bei diesem Projekt, dann kann ich sagen, dass es bei 150 vorbei ist. Punkt um. Natürlich habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was ich dann stattdessen immer am Samstag hochlade. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Heckmunds-Videos hochladen oder Freizeit-Hater oder Top-10-Rankings oder auch ein neues Projekt, das ich schon länger in der Planung habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, das auch wirklich umzusetzen. Es ist also auf jeden Fall möglich für mich, Ersatz zu schaffen. Daran soll es nicht scheitern. Nächste Woche, nächste Chance für Happy Wheels. Sollte es nicht klappen, ich zögere nicht, einfach irgendwas anderes stattdessen am Samstag hochzuladen. So war es die letzten Monate ja öfters. Heute gibt es leider kein anderes Video außer dieser Information hier, aber es kann nun mal nicht immer alles glatt laufen. Mal sehen, was die Zukunft noch bringen wird.